Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und es scheint irgendwie, als hätte ich hier die Wochen der Huawei basierenden Hardware vor mir. Diesmal ist es eine Smartwatch, nämlich von Honor, dem Tochterunternehmen von Huawei. Und das ist eine ganz spezielle Smartwatch, denn sie sieht aus wie eine ganz normale, stinknormale Uhr. Kommt mit einer riesengroßen Akkulaufzeit daher, zumindest wenn man einige Features nicht ständig aktiviert hat. Und sie hat halt eben den typischen Smartwatch-Look und auch das verspricht eben auch das Bedienen. Ich werde es jetzt erstmal auspacken. Ich habe schon mal angefangen, das hier ein bisschen aufzuschneiden, sodass ich das schneller auspacken kann aus dieser Verpackung. Das ist eine recht schöne Verpackung. Ist eine Verpackung, die so ein bisschen an Uhrenverpackungen erinnert, die auch so ähnlich eingepackt sind. Und aber dann auch natürlich das Ganze auch nochmal beschreibt. Hier die Verpackung, da sehen wir Honor. Was ist denn jetzt, wie heißt die Uhr eigentlich? Hier, Honor Watch Magic. Und hier gibt es noch ein paar Zusatzdaten, wie beispielsweise um welche Version es sich hier handelt. Das Modell und die Farbe Lava Black und eben auch ein Lava Black and Red Silikon Strap, also ein rotes Silikonband dazu. Das ist jetzt diese Version. Und hier seht ihr noch ein paar andere Daten, wie das Ganze auch über Bluetooth verfügt und so weiter und so fort. Der Rest der Verpackung ist unspektakulär. Lassen wir es mal aus der Verpackung gleiten und schauen wir uns das mal genauer an. Dann sehen wir hier, ist die Uhr selber auch schon schön verpackt. Und da sehen wir nochmal das Honor Branding. Wir sehen die Uhr, das Watch Face im Grunde genommen, und können hier jetzt dran ziehen, um das Ganze aufzumachen. Und dann können wir schon die Hauptattraktion herausnehmen. Sie ist wunderbar verpackt, wie es halt eben so eine Uhr auch ist. Und die Uhr ist im Vergleich zu anderen Uhren oder Smartwatches sehr, sehr klein geworden. Also sehr, sehr klein. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt der Durchmesser hier ist von der Uhr. Aber es ist halt nicht sonderlich groß und auch die Dicke ist, wie eine normale Uhr eben auch ist. Es gibt zwei Knöpfe an der Seite, die man drücken kann, um das Gerät auch anzuschalten, wie man hier sehen kann. Dann erscheint das Honor-Logo. Es gibt keine Lünette, auch wenn das hier so ein bisschen angedeutet ist mit ein paar Zahlen, die man hier sehen kann. Die sind einfach nur so da. Und dann sehen wir hier auch noch dann dieses Band, was halt eben diese rote Farbe auch hat und innen und außen halt eben schwarz angeordnet ist. Ansonsten ist das so ein Silikonband, wie man es kennt. Das heißt, auch für Sport, Freizeitaktivitäten kann man das durchaus verwenden. Und ich werde es einfach mal jetzt auf mein Handgelenk packen, damit ihr dann sehen könnt, wie das Ganze dann aussieht. Und es ist ziemlich weich und angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst zu den Casio-Uhren, die ich normalerweise habe, die dann so ein hier sehen wir dann jetzt das Ganze, es läuft jetzt, will jetzt gepairt werden. Aber ihr seht jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Es sieht tatsächlich aus wie eine normale Uhr und die passt mir also wunderbar, keinerlei Probleme. Es schmiegt sich wunderbar an der Hand an und es ist ein ziemlich weiches Silikon, sodass es halt keinerlei Probleme gibt. Also nicht so dieses typische Casio-Silikon, was vielleicht der ein oder andere kennt. Hier auch nochmal ein Namensschriftzug an der Klemme, Honor, und natürlich hier auch ein Band, da kein Namensschriftzug dran. Pairing, es will also erst einmal gepairt werden. Ich muss hochswipen, um einen QR-Code angezeigt zu bekommen und dann kann ich das mit der Huawei-App pairen. Ich brauche, oder die Honor-App pairen. Ich brauche für die Uhr tatsächlich eine extra App zum Pairen. Ich glaube, bei den Huawei-Smartphones ist es bereits schon, oder bei den Honor-Smartphones ist das bereits schon installiert. Das ist die sogenannte Huawei Health-App, die man installieren muss, um das Gerät dann zu benutzen. Aber legen wir mal das Gerät wieder an die Seite und schauen uns an, was es sonst noch so gibt. Da gibt es nämlich vielleicht eine Überraschung für den einen oder anderen. Es gibt ein Ladegerät natürlich mit zwei Konnektoren hier. Da sehen wir mal die Rückseite neben den Sensoren zum Messen des Blutdruckes und des Herzrhythmuses. Gibt es hier eben auch die zwei Konnektoren, das ist Pulsmesser, sorry. Pulsmesser gibt es hier, die zwei Konnektoren für den Strom, und das funktioniert magnetisch. Das heißt, wenn ich das Teil mal hier auspacke, dann kann ich, wenn ich es richtig so mache, klappt es dann zusammen und hier wird es dann aufgeladen. Und das hier ist die Besonderheit, ist kein Micro-USB, sondern ist es tatsächlich USB Typ C. Da ist also Honor ziemlich aktuell auf dem aktuellsten Weg.
Schade ist ein bisschen, dass man nur eben das USB-Typ-C-Kabel mitliefert, allerdings kein Netzteil dazu mitliefert. Das heißt, man muss ein vorhandenes Netzteil benutzen. Ansonsten gibt es hier noch Papierkram. Das kann man nicht so einfach rausnehmen. So, Papierkram, also ein Quick-Start-Guide, der euch in die Tiefen des Smartphone-Wesens, Smartwatch-Wesens bringt. Hier wird dann nochmal gezeigt, wie das Ganze aufgeladen wird. Also für die Leute, die noch nie eine Smartwatch hatten, ist das was. Ist das eigentlich tatsächlich eine Smartwatch? Ich würde sagen, ja. Hier gibt es noch eine Garantiekarte natürlich. Es ist aber auch so eine Art Kombination aus, sagen wir mal, Fitness-Tracker und Smartwatch. Und das ist das, was hier eben die Besonderheit ist. Die Besonderheit hier ist auch die Akkulaufzeit des etwas mehr als 100 mAh starken Akkus. Es wird hier ein M4, glaube ich, Prozessor, ein ARM-Prozessor, ein sehr, sehr Low-Cost-Prozessor verwendet. Es gibt 128 MB internen Speicher. Kann man den wirklich verwenden? Man kann da keine eigene Musik draufpacken, weil eben kein Lautsprecher oder Mikrofon hier verbaut ist. Auch zum Telefonieren kann man die Watch also nicht verwenden. In dem Sinne ist sie also vielleicht nicht ganz Smartwatch, wie man das so gewohnt ist, aber es ist halt eben das, was die meisten Leute brauchen. Sie brauchen halt beispielsweise einen Schrittzähler, eine Herzfrequenzmessung, also Pulsmessung, vielleicht sogar über den ganzen Tag lang durch, und sie wollen eventuell dann auch GPS-Routen oder sowas mit tracken, Wanderwege, die sie gegangen sind, oder sie wollen Laufwege mit tracken, wenn sie gelaufen sind, also so fitnessmäßig. Das ist also so eher so eine Kombination aus Smartwatch und Fitness-Tracker und Fitness-Armband. Und das in einem wunderschönen Gehäuse, wie man hier sehen kann, mit den zwei Knöpfen dran. Und natürlich werde ich es einrichten und dann natürlich auch testen, wie es aussieht. 6 Tage oder ja, sagen wir mal 7 Tage ist versprochen. 6 Tage ist das, was so die Tester im Internet berichtet haben, soll die Smartwatch aushalten, ohne dass sie neu geladen werden muss. Das allerdings im Standardmodus, wo alle 20 Sekunden eine Herzfrequenzmessung durchgeführt wird, also eine Pulsmessung durchgeführt wird. Das kann man natürlich aber auch ausschalten, und wenn man das nicht braucht, dann kann man da wie bei dem Xiaomi Mi Band über 2 Wochen Akkulaufzeit herausholen. Und das ist sicherlich eine der interessanten Dinge, die ich auch antesten werde. Das war's zu diesem kleinen Unboxing der Honor Watch Magic. Bis zum nächsten Mal. Ciao.